Natur, Geschichte und Gegenwart von Usedom einmal anders sehen und erleben. Seit mehr als 10 Jahren kein Problem. Auf der Insel-Safari wird den Teilnehmern unkonventionell mit abenteuerlichen und romantischen Akzenten die zauberhafte Natur näher gebracht. Abseits üblicher Touristenwege und in kleinen Gruppen findet sich statt die individuelle Entdeckungstour. Das Ganze natürlich mit sachkundiger Begleitung. Denn Gunnar Fiedler und seine beiden Söhne kennen Usedom in- und auswendig. Deutschlands zweitgrößte Insel ist reich an Wasser, Wald und Wiesen. Und so kam auch die Idee zur eigenen Safari. Ich bin aber die 90er Jahre sehr viel geflogen auf den Flugplatz Mellenthin mit unseren Leichtflugzeugen, habe ständig, fast täglich die Insel oben gesehen. Und letztlich kam dann 99 der Gedanke, na klar, das ist es doch. Warum denn nicht? Warum nicht anderen Leuten die Gegend zeigen und alles erklären, was man alleine gar nicht sehen kann? In die unberührten Ecken der Ostseeinsel gelangt man mit dem Geländewagen. Behutsam sind sie dabei auf Wegen unterwegs, die sonst normalerweise keine Autos kennen. Aber das Fahren rückt bei der Reise nicht in den Vordergrund. So entscheiden die Gäste auf der Tour mit, wie beweglich sie selber unterwegs sein wollen. Und auch die Route steht zu Beginn der Safari nicht fest. So ist ein ungeplanter Zwischenstopp auf einem kleinen Flugplatz nichts Ungewöhnliches. Aber nicht nur in der Luft gibt es ungewöhnliche Perspektiven. Höhepunkt ganz sicher das gemeinschaftliche Lagerfeuer. Bei schönstem Panoramablick wird dabei aus dem Reiseleiter ein 5-Sterne-Koch der Wildnis. Und beim Essen ist dann Gelegenheit, selbst ein wenig die schöne Natur zu bewundern. Die meisten kommen wieder und empfehlen uns weiter. Das ist das Schönste, was passieren kann. Und wenn man auf unsere Homepage guckt und das Gästebuch sieht, ja, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Das ist eigentlich 1A. Das ganz persönliche Abenteuer erleben und Usedom einmal in einem anderen Licht sehen. Die Insel-Safari, eine wahre Erlebniswelt für die Sinne.